Dann bringen wir den Schlitten mal in Fahrt. Yeah! Ich hab's nicht so mit Wortspielen. Weiß ich. Ich mach ja nur Quatsch. Kein Grund, mir die kalte Schulter zu zeigen oder abzutauen. Hör auf. Die Wortkiste kann anscheinend keiner irgendwie. Alle in Daventry lieben so Wortspiele. Versuch es. Gut. Was ist eine Koala-Bär-Familie in der Arktis? Bipolare Bären? Sie ist fehl am Platz. Total fehl am Platz. Das ist eher ein Witz als ein Wortspiel. Die Maus, ich weiß. Ich weiß. So, das nächste Rätselchen. Das finde also ich gut, irgendwie Alexander. Schade. Machen wir uns an die Lösung. Oder vielleicht sollten wir... Wir könnten doch ein Loch in das Eis da drüben sprengen. Was? Alexander, das ist kein Rennen. Das Ziel ist nicht eine Abkürzung zum Ende. Dieser Raum wurde aufwendig mit Rätseln versehen, um unseren Geist und unsere Kreativität zu stärken. Genau. Etwa mit einem Schiebepuzzle? Ich warte da drüben. Er wirkt ja auch ein bisschen arrogant manchmal, ne? Pinkelt der in die Ecke? Guck mal, wie das aussieht. Hallo. Naja. Ich hab's eben gerade kurz schon mal im Off gesagt. Ich finde das Kapitel nicht so cool wie die anderen. Irgendwie jetzt mit den Schieberätseln ist es irgendwie ein bisschen mehr. Ich weiß nicht. Mehr. Aber wir gucken mal, wie es weitergeht. Bewege das lange Stück darüber und ich schmelze das Eis. Was will er machen? Ich sollte besser zuhören. Ich mach einfach mal. Ach so, der hier ist fest. Ah, okay. Ja, schmelze doch mal das Eis, Jungchen. Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich aus Versehen hier dran gekommen. Eingefrorene Menschen, ja. In jedem Raum sind die irgendwie. Das ist ein bisschen komisch. Ah, okay, manche hängen zusammen, manche nicht. Alles klar. Hä? Ah, okay. Also so ganz, ganz geblickt habe ich es nämlich gerade irgendwie nicht. Das sind jetzt auch nur so zwei, gell? Theoretisch. Du machst den langen rüber und er schmilzt das Eis. Ja, den langen wo rüber und wann schmilzt er das Eis? Das ist ja die Frage, die mich quält. So, hier jetzt oder was? Nö. Hä? Ich raff nicht so ganz, was er will. Ich bin gerade ein bisschen blöd. Das bringt mir ja auch nichts hier. Also wo muss was hin, damit er das Eis schmilzt? Den langen darüber, ja. Das sind halt mehrere lange. Ach, ich bin ein Wirrkopf. Ich weiß auch gerade gar nicht so richtig, was ich mache, muss ich tatsächlich gestehen. Ich knödel die halt gerade einfach mal irgendwie durch die Gegend. In der Hoffnung, dass sich irgendwas ergibt, womit ich was anfangen kann. Aber irgendwie bis jetzt noch nicht. Darüber. Mach den doch darüber jetzt. Ich würde halt gerne von vorne anfangen. Aber das kann ich irgendwie nicht. Das ist halt doof. Kann ich mit ihm reden? Ich irgendwas Soll verpasst? Ich nicht einfach das Eis schmelzen lassen? Das Rätsel wäre dann um einiges leichter. Entschuldigung. Komisch. Du,
Das Ding ist, wie komme ich auch hier ran? Einzelnen erstmal hier runterkriegen dann oder was? Nee. Hä? Boah, vorhin hat das so schön geklappt und jetzt mal hier so ein Unsinn einfach. Ja, das bringt mir so. Ach, Mann. Nö, jetzt komme ich ja auch nicht mehr lang. Oh, den hätten wir jede. Ob das könnte schon mal irgendwie stimmen. Machen wir ihn mal hoch. Kommen wir dann ran. Ah! Aha, warte mal. Nee, kommen wir auch nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin äußerst verwirrt. Können ja auch nicht tauschen. Wir kommen da nicht hin. Irgendwie. Tü. Ah, warte mal. Jetzt haben wir den doch hier rausgeknödelt irgendwie. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Vorsicht, dein Kopf! Alexander, ich dachte, wir wollten hier drin keine Magie benutzen. Ich habe keinen anderen Weg gesehen. Du hältst dich nicht an die 4E. Pa, ich bin 18. Du musst nicht so mit mir reden. Kann man so machen, ne? Ich denke auch. Ich denke auch. Hast du das auch Mama erzählt? Ha, Königin Cassima hatte auch so ihre wilde Seite. Ja. Alter Casanova. Okay, das ist jetzt, glaube ich, das wäre zu... Warte mal. Nein. Vielleicht wäre es einfacher, sein Freund zu sein... Eltern sein hat seine Grenzen. Das ist richtig. Ja, vor allem, ne, wenn die sich so lange nicht gesehen haben und keiner weiß so richtig, was abgeht halt, ist schwierig. Ist schwierig. So, warte mal, du kannst ja noch da bleiben. So. Jetzt würde ich den Einzelnen gerne wieder irgendwie da hochkriegen. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Platz, das ist schon mal gut. Es sei denn, der hier muss nach ganz oben. Das kann natürlich auch sein. Möglicherweise. Okay, den kriegen wir. Den können wir gerade mal aus dem Weg räumen. Ich hoffe, dass das so richtig ist, was ich hier treibe. Ach, die zwei müsste ich tauschen, ne? Logischerweise. Na, das machen wir gerade mal. Das müsste ja... Ja, jetzt ist genug Platz dafür. Oder? Warte. Ja. Nein, ist nicht genug Platz. Verdammt! Ich bin zu doof für sowas. Es tut mir leid. Aber vielleicht kriegen wir es so hin. Ja, nein, jetzt so lassen. Ja. lieber Chat, es ist ein Delay hier drin. Die Antwort kommt etwas später erst an. Leider.
So, pass auf, jetzt haben wir die auch gleich getauscht. So, hier, die Mopeds kommen jetzt runter. Lässt sich schlecht lösen, so. Ja, das stimmt. So. Das ist doch schon ausreichend, oder? Na, siehste. Yeah! Brausebanane, vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen auf dem Mono-Festival. Auch du erhältst 20 Bierchen für Umme, Junge. Bitte einmal links zur Bändchenvergabe. Vielen Dank und einen wunderschönen guten Tag. Danke für den Follow und schön, dass du hier bist. Dann gehen wir mal durch die Tür. Sehr gut. Aber wie soll mir die Geschichte bei der Sache mit Gart helfen? Geduld, Liebling. Manchmal muss es erst schlimmer werden, damit es sich bessern kann. Besteht das ganze Kapitel nur aus Rätseln? Ich brauche eine Pause. Schieberätseln? Ich warte da drüben und denke darüber nach, was ich später in mein Tagebuch schreibe. Was schrieb der Junge nur immer in sein Tagebuch? Oh, Gott sei Dank heiße ich nicht Gwendolyn Caduceus Jr. Das ist richtig. Brausebande ist ein schöner Name. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Nur Schieberätsel. Ich muss sagen, ich finde das Kapitel, was das betrifft, echt ein bisschen schwach, muss ich sagen. Was? Was? Die ändern sich nicht. Okay. Kann ich die selber schieben? Ah, okay. Ich muss gestehen, ich war frustriert wegen der mangelnden Teilnahme des Jungen. Ich habe aber nichts gesagt, damit es nicht in diesem... Ja, hörst du wohl auf. Kannst du bitte mit dem Schnipsen aufhören? Tut mir leid, Angewohnheit. Ich will mal so einen anderen drehen hier. Ich will mal wissen, ob der auch irgendwo eine Kurve drin hat. Nee, hat er nicht. Okay, alles klar. Du tust es schon wieder. Pardon. Der Junge gefällt mir nicht, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie kriege ich den denn da rum? Also wenn ich ihn jetzt ja nochmal drehe, dann ist er ja so, wie ich ihn nicht haben will. Alexander, bitte. Das Geräusch bringt mich zurück an einen sehr dunklen Ort. Vor allem gibt es bisher irgendwie keine richtige Story, außer ein verlorenes und wiedergekommenes Kind und ein Urlaub. Genau. So, Zito Naut, schön, dass du wieder da bist. Genau das ist das Problem gerade irgendwie. Da hat der Chat absolut recht. Oder setzt sich hier zurück? Oh, der setzt hier zurück. Okay. Ich frage mich wirklich, wie soll ich den denn so drehen, dass der andersrum liegt? Ich will den nur mal zum Spaß gerade einfach da darüber drehen. Nur mal zum Spaß hier drauf. Ob dann irgendwas passiert. Ach, der verschwindet dann. Okay. Kriege ich nicht mehr raus. Okay. Dann müssen wir nochmal ansetzen. Nicht so Kings-like. Genau, irgendwie so. Ist bei dem das gleiche Problem? Ein riesen Escape Room Kapitel, ja. Und ich meine so zwei, drei, okay. Aber so viele, dass das mir irgendwie... ich weiß nicht. Mir fehlt halt tatsächlich so ein bisschen die Story, richtig. So, gut. Pass auf, das passt.
Okay, darauf kann ich nicht. Ich kann ihn wirklich nur auf den dunklen Feldern bewegen, drehen, was auch immer. Jetzt haben wir aber das Problem, dass ich den jetzt so ja nicht da reinkriege, weil dann liegt er ja falsch rum, logischerweise. Wie kriege ich den denn jetzt auf der Stelle gedreht? Hallo? Wisst ihr, was ich meine? Der muss ja so da rein praktisch. Wenn wir die Linie hier kriegen. Aber wie kriegen wir dahin, dass der das macht? Das frage ich mich. Ach so. Ah, fast. Okay, wir müssen noch mal ein bisschen im Kreis, glaube ich. Das war fast richtig. Warte mal, wenn ich den jetzt umlege. Warte mal. Ja, doch. Nee, dann liegt er ja wieder falsch. Oh, Kerle. Mist. Nee, ist richtig. Quatsch. Supi. So, dann müssen wir wieder die Linie entlang laufen. Es ist halt auch immer das Gleiche irgendwie. Also das System ist immer ein bisschen anders, aber das Prinzip immer das Gleiche. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe, wenn ich mir die anderen Kapitel angucke, mehr erhofft tatsächlich. Ein weiteres Rätsel gelöst. Stellt euch nur vor, was ihr erreichen könntet, wenn ihr euch länger kennen würdet als... Wie lang ist es hier? 18 Jahre. Plus minus einige Schlüsselmomente. Ach nein. So lange wart ihr voneinander getrennt. Tut mir leid. Manchmal bringe ich Zahlen und Daten durcheinander. Man erahnt auch noch nicht, was überhaupt los ist. Gut, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das macht das eigentlich eher spannend. Aber trotzdem. Oh, nee. Oh, nee. Gute Scheiße. Ach, du Scheiße. Guckt am besten weg. Das sieht echt schwer aus. Bitte nicht. Ich kann nicht anders. Komm schon, Paps. Das ist echt peinlich. Ist so cool. Oh nein. Wie viele Schalter sind in dieser Falle? Ist das die letzte Aufgabe? Haben wir das Ende erreicht? Kommen wir lebend raus? Werden wir jemals unseren Bogen benutzen? Vergibt das Labyrinth Preise? Was, wenn die Preise Jacken mit Aufschrift sind? Kann dann auf unserem Duell Bogenschütze stehen? Wann machen wir einen Wortspielkampf? Wie wäre es mit alle Tage, die auf G enden? Ist das nicht lustig? Freust du dich, zurück zu sein? Ich schon! Welche Größe hat deine Krone? Magst du Addenda? Setzt du eher auf Tapferkeit, Weisheit oder Mitgefühl? Du kannst wählen, wie wir das Rätsel lösen. Solange wir es gemeinsam tun! Ja! Ganz ehrlich, geil. So, ist doch doof. Wieso machst du das? Das sah doch nach Spaß aus. Ich bin nicht wie du. Ich kann keine Rätsel mehr sehen. Diese Magie ist gefährlich. Schau, davor habe ich dich gewarnt. Dieses Schnipsen. Dieses furchtbare Schnipsen hat dich uns weggenommen und ich verbiete dir, es zu tun. Verbieten? Das klappt. Diese Magie ist ein Teil von mir. Wenn du das nur einsehen würdest. Wir sind doch keine glückliche Familie, nur weil ich zurück bin. Ich habe keine Ahnung, was diese Wandbehänge bedeuten. Ich weiß auch nicht, wieso du darauf bestehst, diesen lächerlichen Hut zu tragen. Wenn du keine Familie willst... Wieso bist du dann zurückgekommen? Ich will einen Vater. Keinen Kommandanten. Ich bin keiner deiner Untergebenen. Wenn ich ein Sklave hätte bleiben wollen, wäre ich bei Mananen geblieben. Mananen? Vergleiche mich bloß nicht mit diesem Mann. Er hat dir deine Kindheit geraubt. Ob's dir gefällt oder nicht, Paps. Ich bin erwachsen und du raubst mir meine Erwachsenheit. So spricht man nicht mit seinem Vater, Alexander. Ich kenne diesen Namen nicht mal. Trennen wir uns und suchen die Frauen. Du auf deine Art und ich auf meine. Ich halte dich ja doch nur auf.